Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ja, ich bin heute deutlich besserer Laune als noch vor zwei Wochen. Warum, wieso, weshalb, erzähle ich euch später. Erstmal die wichtigeren Sachen. Ich habe von Henry Turner vor ungefähr drei Wochen die Dateien von seinem Kickstarter erhalten. Und ich wollte euch die ganze Zeit schon ein Review geben. Und das hat nun alles nicht so funktioniert, weil Monsieur da oben ja ausgestiegen ist. Jedenfalls habe ich es jetzt geschafft. Danke an der Stelle erstmal. Alle Angebote oder alle diejenigen, die mir angeboten haben, Mensch, ich kann die Dateien fix drucken und dies und das, alles lieb, alles nett, hätte ich auch gern gemacht, aber ich kann die Dateien nicht aus der Hand geben, ihr versteht das sicherlich, und alle, die mit denen ich gesprochen habe, haben das auch verstanden. Das ist so eine Sache, wenn Henry mir schon die Sachen schickt, dann kann ich die nicht aus der Hand geben, egal wie dringend ich das brauche. Und ja, heute reden wir also über den Kickstarter Battleground 1983. Da geht es darum, STL-Dateien zu finanzieren, die für den ganzen Ostblock für einen fiktiven Dritten Weltkrieg gültig wären. In erster Linie Infanterie, aber auch ein paar Fahrzeuge. Und da hat Henry mir eine kleine Auswahl seiner Infanterie geschickt. Pre-supported 10mm, damit ich mir die mal anschauen kann. Und, soll ich sagen, durch Zauberhand habe ich sie irgendwie gedruckt. Und ja, hier sind sie. Ne? Ich hab sie hier. Ich kann sie ja mal ins Bild holen. Schwupp, wupp, wupp. Da sind ein paar. Habe ich vorhin schnell und schmutzig bemalt, zeige ich euch gleich in aller Ruhe. Ja, ich sollte mir die Dateien mal angucken und Ihnen sagen, was ich dazu zu halten habe. Jetzt kam es leider nicht zu einer kompletten Review, weil ich halt keine Zeit hatte, vernünftig zu drucken und zu bemalen und zu basteln und zu tun und machen. Deswegen müssen wir halt in Form dieses Vlogs Vorlieb nehmen. Naja, sei es drum. Ich würde sagen, bevor irgendwas passiert, gucken wir uns erstmal den Kickstarter an, gucken uns die Kampagne an, wo es aktuell steht, weil eins vorab sei gesagt, in drei Tagen ist der Spaß schon wieder vorbei. Das heißt, mein kaputter Drucker passte irgendwie überhaupt nicht zu unserem Zeitplan. Sei es drum. So ist es jetzt nun mal. Wir gucken jetzt einmal in den Kickstarter rein. Und wenn es euch interessiert, solltet ihr relativ schnell sein, weil Ende der Woche ist schon wieder Feierabend. Hier haben wir ihn nun also. Battleground 1983, der Warschauer Pakt. 10 bis 28 mm Infanterie-STLs. Ja, also wie der Name schon sagt, geht es darum, in erster Linie Infanterie-STLs zu finanzieren. Wir haben zum Zeitpunkt der Aufnahme noch 4 Tage verbleibend, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung noch 3 Tage verbleibend und wir liegen bei 7.500 € ungefähr. Das heißt, das Projekt ist finanziert, aber wir haben noch das ein oder andere Stretch Goal, was noch nicht erreicht ist. Was haben wir jetzt alles in diesem Kickstarter drin? Ja, wir haben in der Kampagne den Warschauer Pakt. Die Kampagne ist von Henry Turner. Wie ihr seht, habe ich Henry Turner schon das ein oder andere Mal aus meiner Tasche unterstützt und ich schätze und mag seine Modelle sehr gerne. Für all diejenigen, die es interessiert, ladet euch hier ein kostenloses Sample runter, schmeißt in euren Drucker und ab geht's. Die sind pre-supported, die gibt's aber auch in unsupporteter Form. Das heißt, wenn jemand selber unbedingt Support setzen möchte, bitte viel Spaß. Hier seht ihr die Figuren, die es als Sample kostenlos gibt. Damit kann man was anfangen. Wir haben eine RPG, wir haben jemanden, der eine Granate schmeißt und wir haben jemanden, der liegt auf dem Boden und lädt gerade nach. So, also, was haben wir denn jetzt eigentlich? Hier haben wir eine ganze Menge Posen von Infanteriefiguren mit AK-74. Das sind hier die 15mm Version, die ihr seht. Hier sehen wir die knienden Posen und hier die obligatorischen Posen von Männern, die irgendwas machen. Was ich schön finde, ist, hier und da, die laden gerade nach. Sieht man nicht so wahnsinnig oft, ne? Hier unten auch. Finde ich persönlich sehr schön, ist eine tolle Pose. So, hier haben wir noch mehr Männer, die irgendwas machen. Hier steht gerade einer auf, hier hat gerade einer eine Granate geschmissen. Also so sind ein bisschen dynamisch die Posen und auch sehr abwechslungsreich. Und das Schöne ist, da man STLs hat, kann man sich ja aussuchen, was seine Leute gerade machen sollen. Das heißt, man hat nicht immer das Problem, man hat zwei Leute, die schießen, einer der kniet und einer der nachlädt oder sowas. Sondern kann die Trupps genau so zusammenstellen, wie man es braucht. Dazu gibt es noch jede Menge liegende Posen mit zwei Beinen und ohne zwei Beinen und verschiedenen Waffenoptionen. Ich scroll mal einfach ein Stück weiter, weil wir hier noch viel mehr neue Posen sehen. So, hier ist der gute AT4 Spigottwerfer, der natürlich nicht fehlen darf. Auch der ist natürlich mit dabei. Und hier unten sehen wir verschiedene Größen, die mal ausgedruckt wurden. 15mm hier, dann 12, 10 und auch 28mm. Und auch die 28mm Figur sieht ziemlich gut aus, finde ich. Das heißt, falls jemand 28mm Figuren draus machen will, das scheint zu funktionieren. So, Deutschland 83. Jawohl.
Hier sehen wir noch verschiedene Werfer. Das ist der, den ich angesprochen habe oder den ich gleich noch ansprechen werde. Der hat gerade gefeuert. Das finde ich persönlich sehr schön. Und hier noch verschiedene neue Posen. Das heißt, ihr seht schon, da ist jede Menge an verschiedenen Posen dabei. Und das ist natürlich auch ziemlich cool. Hier ein schweres MG. Und hier sehen wir nochmal ein paar Prototypen. Das sind auch ein paar davon, die ich geschickt bekommen habe. Nein, ich habe die hier nicht bemalt. Aber da sind auch ein paar Posen von denen dabei, die ich bekommen habe. Und die sind alle sehr schön und sind auch alle super rausgekommen, die ich gedruckt habe. So, das heißt, ihr bekommt diesen ganzen Spaß. Hier seht ihr nochmal die Dateien im Renderformat quasi. Das heißt, die sind relativ hoch detailliert. Sie haben alle Gesichter. Das ist ja auch bei vielen 15 mm Herstellern nicht der Fall. Die haben manchmal eine Knubbelnase oder so einen Stecknadelmund. Hier haben die tatsächlich richtige Gesichter. Eine Sache, die ich bei Henry Turner sehr, sehr schön finde. Und es gibt natürlich auch Blender-Files, das heißt, wer sich irgendwas selber zusammenbasteln möchte in Blender, kann, wie man es hier sieht, natürlich ohne Probleme da tätig werden. Hier eine Vorschau auf die Supports, das heißt, die Modelle sind sehr, sehr stark mit Supports versehen. Bei 10 mm kommt das genauso raus, wie ihr es hier seht. Das heißt, auch diese kleinen Fäden, die sind wirklich nur Mikrometer groß, sind auch mit dran und ich hatte, wie gesagt, keinen Abriss in meinem Test. Das heißt, das lief alles ziemlich, ziemlich gut. So, Stretch Goals, was haben wir? Es gibt Tank Commanders, 3000 Euro, beziehungsweise 3000 Pfund, sind freigeschaltet. Sehr schön. Wir haben Tankluken, 4000, noch mehr Blender-Dateien für die schusssicheren Westen zum Beispiel, für verschiedene Hüte und Schiffchen, Barretts und Offiziersmützen, alles freigeschaltet. Sind wir schon dabei. Dann haben wir hier den Mörser, der dann auch mit dabei sind. Und hier sehen wir bei 6000 Pfund das erste Fahrzeug. Das heißt, wir haben auch ein paar Fahrzeuge mit dabei. Ein UAZ zum Beispiel und ein PT-76. Wo es aber wirklich spannend wird, und da hoffe ich, dass wir irgendwie hinkommen, sind nicht die Camouflage-Overalls, sondern auch nicht die bulgarischen Helme, auch nicht die tschechischen, sondern... Und das dauert noch eine ganze Sekunde. Das dauert ganz schön lange, bis wir da unten ankommen. Da. Da möchte ich persönlich gerne hin. DDR-Files. Das heißt, fertig gemachte STLs für DDR-Staatstruppen. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die für viele Sachen spannend ist. Und ich würde mich freuen, wenn man das irgendwie erreichen könnte. Aber es ist noch ein ganz schön weiter Weg bis dahin. Ihr seht also, hier ist jede Menge drin. Darüber hinaus, aber da bezweifle ich ernsthaft, ob man da noch hinkommt im Laufzeit der Kampagne. Verschiedene Artillerie, Geschütze, Selbstfahrlafetten und so weiter. Ihr seht schon, jede Menge ist hier noch zu holen. Aber da sei euch gesagt, ich würde mich zwar freuen, wenn man es so weit schaffen würde, aber ich glaube nicht, dass der Kickstarter bis dahin kommen wird. So, was muss man nun also tun, um sich hierzu einzutragen? Für 35 Pfund, also ungefähr 41 Euro, gibt es die Soviet Motostrelki Company STLs in 10, 15 mm, alles pre-supported. Man kann natürlich was oben drauf legen. Für 59 Euro habt ihr die Blender-Files, das heißt, da könnt ihr selber dann auch noch machen, was ihr wollt damit. Ihr könnt ein bisschen modifizieren eure Sachen. Und die Early Birds sind natürlich schon weg. Also ihr seht, da ist jede Menge Feuer noch drin. Ich hoffe, dass in den letzten Tagen noch ordentlich Leute sich entscheiden werden, diese Sache zu unterstützen. Weil bei den Stretch Goals gibt es das eine oder andere, was ich persönlich sehr schön finden würde. Und wer weiß, vielleicht ist es ja dann so, dass bei uns, wenn Centhack kommt, tatsächlich das Thema Nordhack nochmal durch die Decke geht. Und Bock haben wir eigentlich schon drauf zu spielen, aber irgendwie hat halt nicht gefunkt. So, zu den Figuren. Ich blende euch einfach mal ein, ein Vergleichsbild. Ihr seht hier auf den grauen Bases sind das die Figuren aus dem Kickstarter, die ich gedruckt und vorhin ganz, ganz schnell bemalt habe, damit sie irgendwie nach irgendwas aussehen. Und auf den gestalteten Bases, das sind die Figuren, die wir euch damals schon gezeigt hatten. Das sind die Plastic Soldier Plastikfiguren, beziehungsweise die sind ja nicht wirklich aus Plastik. Die sind ja aus diesem Zico-Cast, glaube ich, oder Zika-Cast, keine Ahnung. Und aus diesem Gummimaterial. Wir sehen, die Figuren passen gut zusammen. Und die Höhe passt sehr, sehr gut. Auf dem Spielfeld sieht man eigentlich keinen Unterschied. Wenn man sie sich genauer anguckt, stellt man fest, okay, die STL-Dateien sind ein bisschen zarter, da stimmen die Proportionen noch ein bisschen mehr. Das liegt natürlich daran, dass die anderen Dateien anders modelliert sind, also klassischer modelliert sind und deswegen nicht ganz so
so konstruiert aussehen, so ein bisschen organischer sind. Dennoch passt es super zusammen. Man kann es, wie gesagt, spitzenmäßig mischen. Und das ist auch genau das, was ich tun werde. Das heißt, ich habe ja einen Grundstock aus der alten Starterbox oder aus dem Starter-Set, was ich bekommen habe oder was wir bekommen haben. Und alles Weitere wird sich dann aus diesen Kickstarter-Dateien dann irgendwie zusammenbasteln lassen. Das heißt, ich persönlich decke den Kickstarter auch noch von meinem eigenen Geld. Und ja, schöne Option mit dabei. Man hat natürlich Panzerfäuste in allen verschiedenen, Stadien. Das heißt, es gibt einen, der gerade schießt, einen nachlädt und so weiter. Aber es gibt auch einen, der gerade geschossen hat. Das heißt, der läuft mit dem Ding und vorne steckt keine Rakete drin. Das finde ich persönlich schön, das sieht man nicht so wahnsinnig oft. Ansonsten viele liegende Figuren gibt es, kniende, Leute, die gerade aufstehen. Und natürlich die ganzen obligatorischen Offiziere, die so, so oder so machen. Natürlich auch ganz wichtig, darf nirgendwo fehlen. Wie will man denn sonst ein Offiziersmodell darstellen? Offiziere zeigen, so ist es nun mal. Ja, ist eine solide Auswahl, eine gute Auswahl. Und jeder, der sich irgendwie für das Thema interessiert und was mit einem 3D-Drucker zu tun hat, der sollte sich das ernsthaft überlegen, ob er das nicht macht. Ja, zu guter Letzt noch ein Test, den ich ja immer mache mit meinen Figuren. Ich habe hier, ich nehme sie mir mal ganz kurz. Ich habe hier wieder meine drei Bases. Und es ist ja schon sehr zart. Also die Gewehre sind echt zart. Aber wir sehen, darf ich sie noch nicht auseinanderreißen, weil sie sich verknotet haben. Alles noch dran, nichts abgebrochen. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich mich traue, sie runterwerfen zu lassen. Tja, mal gucken, was passiert ist. Hier ist alles schön. Staub dran, aber alles schön. Und auch hier ist Staub dran, aber alles schön. Ja Mensch, also den Bruchtest haben sie schon wieder bestanden. Eine viel größere Belastung sollten sie eigentlich nicht bekommen. Aber bei einer viel größeren Belastung würden Plastikfiguren und Zinnfiguren wahrscheinlich auch Schaden nehmen. Von daher ist das kein Problem. Man muss natürlich aufpassen, dass man das Resin vernünftig verarbeitet. Das heißt, dass insbesondere die Härtung nicht zu lange ist. Weil wenn man es zu lange härtet, dann wird es halt brüchiger. So ist das nun mal mit dem Härteprozess beim Resin. Aber da muss jeder seine eigenen Erfahrungen sammeln. Von mir gibt es eine klare Kaufempfehlung und zwar nicht nur, weil ich die Dateien bekommen habe, ich habe auch nur einen Teil der Dateien bekommen, weil ich das Thema super finde und weil ich niemand anders kenne, der Modelle in dem Maßstab so herstellt. Und das ist, wenn das erfolgreich wird, der Kickstarter, alles auf einen Schwung mit verschiedenen Optionen und ihr habt ja selber gesehen, die Stretch Goals, da ist noch einiges drin. Von daher, von mir, falls ihr euch irgendwie für das Thema interessiert, ist das eine sichere Sache. So, und damit kommen wir schon zur Kategorie Leserbriefe, ja. Wir hatten ja mal eine Feldpost, die habe ich immer sehr gerne gedreht mit Sascha zusammen. Aktuell geht es ein bisschen im Tea Breakfast unter und in der Tatsache, dass wir relativ viele Sachen direkt beantworten wieder bei YouTube. Aber vielleicht machen wir ja nochmal ein Feldpost-Revival. Mir persönlich hat es immer gut gefallen. Ich mache jetzt mal ein ganz kleines Revival. Und zwar habe ich eine Frage bekommen, die ging um die Dead Zone-Themenwoche. Und da ging es halt darum, Mensch, kann ich auch Gelände von anderen Herstellern benutzen oder nicht? Oder muss ich dieses Mantic-Gelände, was so würfelförmig ist, nehmen? Natürlich müsst ihr das nicht. Ihr könnt auch Gelände benutzen, was von anderen Herstellern ist. Nach TT Combat wurde, glaube ich, gefragt, wenn ich mich recht entsinne. Natürlich habt ihr dann das Problem, in Anführungsstrichen, oder zumindest die Situation, dass das Gelände nicht hundertprozentig auf diese Würfel passen wird und auch von der Höhe nicht identisch ist. Das ist aber eigentlich kein Ding. Wenn ihr einen Gegner habt oder einen Spielpartner besser, mit dem ihr euch gut versteht und mit dem ihr freundschaftlich zusammenspielen könnt, dann einigt man sich in der Regel auf irgendwas, gerade was die Höhenlevel angeht oder zu sagen, okay, ich bewege das Modell hier und hier hin und wenn das Gelände schräg steht oder irgendwie nicht ganz auf diese Würfel passt, sagt man, okay, ich befinde mich aber in dem und dem Feld. Da gibt es eigentlich immer eine Möglichkeit, sich zu verständigen. Wenn es natürlich jetzt Spieler gibt, die sagen, nein, das lehne ich kategorisch ab, dann solltet ihr euch überlegen, ob ihr mit denen überhaupt zusammenspielen wollt. Naja, jedenfalls möchte ich die Frage damit nochmal mündlich beantwortet haben. Ja, ist kein Problem. Und wenn man da ein bisschen offenen Gedankens rangeht, dann ist das alles kein Problem. Es gibt überall eine Möglichkeit, sich auf irgendwas zu einigen. Zweite Frage, die schon ein bisschen länger im Raum steht. Ich lese es immer wieder mal. Das ist also keine einzelne Frage, sondern eher eine Sammlung an Fragen ist, was ist denn jetzt eigentlich mit Sharp Practice? Ihr habt doch immer gesagt, ihr wollt was machen. Und Thomas will doch. Und Thomas hier. Und Thomas da. Ja, will ich. Und ich sag euch, ich bin immer noch dabei. Ne? Hier
sehen wir nicht nur Monsieur Washington höchstpersönlich, sondern natürlich auch einen britischen Kommandierenden und ein paar Indianer, die mir noch fehlten. Alles schnell und einfach hingemalt. Hauptsache spielbereit ist ja die Devise. Und meine anderen Truppen für den AWI sind ja schon fertig. Und wenn die Dead Zone-Themenwoche durch ist und ich sonst ein bisschen Platz auf meinem Schreibtisch habe, dann mache ich auch gerne was zu Sharp Practice, weil es ist ein cooles System, ich mag das System und ich glaube, den Jungs hat es auch ganz gut gefallen. Von daher, schreibt mich nicht ab, es kommt noch was zu dem Thema. Aber habt Geduld, es kommt dann, wann immer wir das wollen und wann immer es bei uns reinpasst. Gerade weil wir halt da jetzt in dem Fall aus persönlichem Interesse handeln und keinen Werbepartner haben, der dahinter steht, der sagt, jawohl, ihr müsst das, ihr müsst das, ihr müsst das. Also erstens machen wir das sowieso nicht so und zweitens gibt uns das die Freiheit zu sagen, wenn ich sage, ich habe jetzt Bock auf Sharp Practice und ich habe Zeit, einen Monat Filme zu machen für Sharp Practice, dann mache ich die. Lange Rede, kurzer Sinn, Sharp Practice kommt. Ja, Mensch, und jetzt ist es an der Zeit, mal Danke zu sagen. Es war in der vorletzten Woche. Mein Vlog war gerade durch und ich bekam, ich glaube noch am Freitag, eine Nachricht von einem gewissen Jan. Und er hatte mich nicht nur über Facebook ausfindig gemacht und mir da geschrieben, sondern er hatte auch eine Mail an unser Studio geschrieben und alles andere versucht, um irgendwie in Kontakt zu mir zu geraten. Und der gute Jan, der sagte, Mensch, ich habe deinen Vlog gesehen, ich kann dir vielleicht helfen. Hilfe finde ich immer gut. Und da habe ich gesagt, ja, alles klar, Jan, was hast du denn? Was schwebt dir denn vor? Ja, und zwar ist es so, ich dachte immer erst an, ja, ist klar, ich habe ja noch ein Display rumliegen oder keine Ahnung. Wir reden über den Drucker natürlich. Und der gute Jan sagte, Mensch, ich habe mir vor einem Jahr ein Maß 1 gekauft, ohne Pro, habe zweimal drauf gedruckt und habe dann festgestellt, irgendwie ist das nichts für mich. Habe das Ganze eingemottet, ordentlich verpackt und jetzt liegt es hier rum. Und dann dachte ich, okay, ja, ist okay. Maß 1 ist jetzt nicht so unbedingt das, was ich selber gekauft hätte. Es gab ja schon gute Gründe, warum ich damals den Maß Pro gekauft habe. Und dann sagte er, pass auf, ich versuche den schon seit der Zeit, bei eBay zu verkaufen und irgendwie kauft den keiner. Und dann haben wir ein bisschen drüber gequatscht und haben gesagt, ja, okay, der Maß Pro ist halt auch irgendwie nicht mehr so geil und steht auch nicht mehr so geil auf dem Gebrauchtmarkt da, weil der halt einfach ein solider Drucker ist, aber halt auch einfach kein geiler Drucker ist. Ne? Wenn man sich anguckt, was es heute gibt, der Maß 2 Pro ist halt einfach gut und der alte normale Maß, der hat halt einfach seine Kinderkrankheiten. Angefangen mit der Bildplate, wo nichts vernünftig dran haftet, bis hin zur Geschwindigkeit und den Lüftern, die fehlen. Und naja, ist halt das erste Modell, aber es funktioniert ja. So ist ja nicht, es geht ja. Ja, und jedenfalls hat man ein bisschen gequatscht und irgendwann meinte er, weißt du was, ich bin froh, wenn das Teil weg ist. Willst du es nicht haben? Ich habe gesagt, nee, das können wir nicht machen, das kann ich nicht annehmen. Du kannst mir doch nicht einen Drucker schenken. Dann meinte Jan, ja, aber. Ja, aber, ja, aber, ja, aber. Und dann haben wir ein bisschen hin und her geschrieben. Und Jan bestand beinahe darauf, dass ich diesen Drucker jetzt nehme. Und dann haben wir uns auf was geeinigt. Und zwar auf Folgendes. Jan hat mir diesen Drucker geschickt, in Klammer, der war am nächsten Tag schon hier. Und wir sind so verblieben, dass wir sagen, alles klar Jan, du bekommst auf jeden Fall dein Porto. Er will auch kein Geld haben. Egal was ich mache, er sagt, schick mir auf keinen Fall mehr Geld. Ich hätte ja seine Zahlungsdaten. Ich will kein Geld haben. Ich will, dass der Drucker irgendwo in Benutzung ist oder dass da irgendwas Sinnvolles mit passiert. Und schlacht ihn aus, mach was auch immer. Gut, wir sind dann anders verblieben. Und zwar, er schickt mir den Drucker. Da steht er, Maß 1, Urtyp, wenn man so möchte. Ich habe ihm sein Porto bezahlt. Und bis mein Drucker wieder läuft, dazu gleich mehr, drucke ich erstmal auf dem. Und wenn mein Drucker wieder läuft oder ich mir den Drucker gekauft habe, den ich mir dann danach hätte sowieso kaufen wollen, dann geht der weiter in Hände, die ihn gut gebrauchen können. Jemand, der Radio drucken wollte, aber noch nie damit angefangen hat und auch sagt, oh ja, nee, ich weiß nicht. Und ich fahre das Ding jetzt ordentlich ein, kommt noch ein Flexplate drauf und alles Mögliche, bis der richtig läuft dann. Und dann geht er halt in gute Hände weiter, solange ich hier eine neue Möglichkeit zum Drucken habe. Und dafür, für diese Großzügigkeit, arrangiere ich mich natürlich. Und bei unserer nächsten Spendenaktion werde ich einen kleinen dreistelligen Geldbetrag nehmen und den in unsere Spendenkasse reinschmeißen.
Und das ist dann quasi meine Wiedergutmachung ans Karma und an alle anderen, dass ich diesen Drucker jetzt hier kostenlos zugeschickt bekommen habe. Das heißt, ich bezahle ihn in Form von Spenden, in Form von unserer letzten oder unserer nächsten Spendenaktion. Das heißt, ich lege was drauf und jetzt auch nicht nur 10 Euro, sondern halt, wie gesagt, ein bisschen mehr. Und ich glaube, das ist eine faire Sache. Lieber Jan, du bist der Geilste. Danke, danke, danke. Danke auch alle anderen, die sich bei mir gemeldet haben und gesagt haben, ja, vielleicht können wir hier, vielleicht können wir da oder ich kann dir hier helfen, da helfen. Irre, hätte ich nicht mit gerechnet. Dankeschön, ich bin wirklich gerührt, ja, Dankeschön. Eine Sache ist da noch. Und zwar, kennt ihr mich, seit Jahren wirke ich auf mein Umfeld ein. Spielt 6mm Spielsysteme, die sind besser. Und lange hat meinen Rufen niemand erhört. Doch jetzt, langsam aber sicher, hören die Leute auf mich. Und die ersten beginnen ihre Fühler auszustrecken, mit mir Spiele zu spielen, mit Figuren, die ich vorbereitet habe, aber auch hier meine Figur selber zu machen, da meine Figur selber zu machen. Sascha letztes Jahr die ACW-Figuren selber gemacht. Janis bemalt napoleonische 6mm Figuren im 100er-Pack. Und da muss ich doch neulich im Vlog hören von dem Herrn Sascha, ja, ich habe mir jetzt Space Marine gedruckte 6mm, wir wollen Epic spielen. Wir wollen Epic spielen? Ach ja, vor Jahren habe ich euch damit in den Ohren gelegen und keiner wollte mich hören. Aber jetzt geht's los. So, Epic also. Geil, ich habe Bock auf Epic. Epic ist das beste Warhammer-Spielsystem, was es gibt. Und ich habe das Allergeilste, ich habe 2 fertige Armeen. Fertig bemalt, fertig gebased, liegen da im Schrank, muss ich nur rausziehen. Aber um die Wiederauferstehung des Jockels zu feiern, habe ich was hier gedruckt. Und zwar 6mm Space Marines. Und zwar habe ich mir überlegt, ich halte es euch mal ins Ohr hier, nein, ins Auge, aber es wird wahrscheinlich keiner sollte die sehen können. Ich habe mir überlegt, ich mache jetzt einfach mal 2000 Punkte Blood Ravens, weil ich die Blood Ravens eigentlich ziemlich cool finde. Die gab es, glaube ich, in der ersten Edition mal offiziell und dann ja erst wieder in den Dawn of War Computerspielen. Aber Blood Ravens finde ich cool. Jetzt bin ich mir noch nicht sicher, ob ich tatsächlich kleine Raben auf die Schulterpanzer malen will. Jedenfalls habe ich schon reichlich Space Marines gedruckt. Also die habe ich, das ist meine Testbase. Ich habe schon reichlich Punkte Space Marines fertig und Fahrzeuge und baue jetzt eine ganz klassische Blood Ravens Armee auf. Ne? Also viel Fahrzeuge, viel Space Marines, also Transportfahrzeuge, Razorbacks, Nahkampf Marines, ganz klassisch, ganz schlicht. Für alles Abgefahrene habe ich die Elder und die Orks, die sind mir abgefahren genug und die Space Marines sollen so eine Vanilla-Liste werden, ne? So ohne Schnickschnack, ohne Firlefanz. Habe ich Bock drauf, freue ich mich drauf, wird mega geil und damit mit dem Projektchen für mich, das ist ja nicht so wahnsinnig viel, zelebriere ich, wie gesagt, die Wiederauferstehung von Jockel. So, lange Rede, kurzer Sinn. Jan, du bist der allergeilste. TBTV-Zuschauer sind sowieso die Besten. Danke, ich bin raus. Schönes Wochenende. Bis denn. Immer noch da. Ja, hier. Videos. Tschüss. Ab. Gucken wir.